Am Fuße des Tafelbergs liegt Cape Town, die wohl schönste Metropole des schwarzen Kontinents. Menschen aller Hautfarben nennen Kapstadt ihr Zuhause. Es ist ein lebendiger, bunter Ort. Die Waterfront, einst der Handelshafen, ist heute ein Shoppingbezirk und Ausgangspunkt für zahlreiche Bootsausflüge. Über 1000 Meter erhebt sich der Tafelberg aus dem Meer. Er ist das Wahrzeichen von Kapstadt. Von hier oben lässt sich das Treiben unten am besten beobachten. In dem kleinen Dorf Boulders haben Pinguine den Strand zu ihrem bevorzugten Brut- und Jagdrevier erklärt. Man lebt in friedlicher Koexistenz. Die Pinguine mit den Wellenreitern, die Sonnenanbeter mit den Sportlern. Circa anderthalb Stunden Fahrt Richtung Südosten sind es bis zu einem kleinen Nationalpark, der wie ein schroffer Fels aus dem Meer ragt. Im 14. Jahrhundert gelang es einem portugiesischen Seefahrer, das häufig stürmische Kap zu umsegeln. Voller Hoffnung, den Seeweg nach Indien gefunden zu haben, nannte man es fortan das Kap der guten Hoffnung.